Hey und hallo zu einer neuen Folge von Michas Teichanlage. Ja, die Folge beginnt dieses Mal nicht so schön, weil in der Nacht hat es kräftig geregnet. Überall sind auch Keller vollgelaufen. Sowas habe ich glücklicherweise nicht, weil ich habe keinen Keller. Aber es gab Stromausfall am Teich. Und wenn am Teich der Strom ausfällt, dann hat das gravierende Folgen. Glücklicherweise läuft der Teich denn nicht komplett leer, sondern das sind so ungefähr 10 cm. Er läuft so leer bis hier an meinem Bogen vom Bodenablauf kein Wasser mehr nachlaufen kann. Und somit hin ist immer noch genug Wasser im Teich drin. Problematisch ist aber natürlich, es gibt keinen Sauerstoff, es gibt keine Filterung. Und wenn man mal längere Zeit nicht da ist, dann kann das schon mal dramatische Folgen haben. So, ich habe natürlich versucht, in der Nacht das Problem zu beheben. Aber viel machen konnte ich da auch nicht, weil es ja der ganz schön dunkel ist und man nicht unbedingt was sehen kann. So, heute Morgen will ich dann mal sehen, wie ich denn weiterkomme. Ich habe erstmal eine Notstromleitung gelegt. Sieht ja auch schon recht abenteuerlich aus. Und jetzt gehen wir mal hier zum Filter. Ja, es ist noch wieder ein bisschen Wasser drin. Und darum kommt aus dem Ablaufrohr auch noch wieder was raus. Und wenn die Tonne hier überläuft, weil die Pumpe nicht arbeitet, dann ist hier an der Seite der Schacht komplett geflutet. Und das läuft einmal rund um den Teich. Auch hier sieht man schon die Scheibe total verdreckt. Da stand das Wasser wirklich bis zur Hälfte der Scheibe. Und unter dieser Terrasse ist ja noch ein Teil vom alten Teich. Das war auch voll geflutet. Ja, das ist jetzt erstmal alles abgepumpt. Jetzt muss ich den Fehler finden, wo denn die Leitung defekt war. Und dann kann ich alles wieder auf normal stellen und den Teich wieder komplett auffüllen. Ja, gibt immer mal ein paar andere Sachen, die nicht so geplant sind. Aber soll ja nicht langweilig werden. Ja, manchmal weiß man einfach nicht weiter. Ich habe jetzt die ganze elektrische Anlage auseinandergenommen, wieder zusammengebaut. Immer so Schritt für Schritt, mal gucken, ob die Sicherung wieder rausspringt. Und es ist alles wie vorher und es läuft. Warum ist jetzt die Sicherung ausgegangen? Ich weiß es nicht. Ja, mal ein kurzer Zwischenstand. Wetter ist jetzt wieder deutlich besser geworden. Ja, Anlage läuft immer noch, aber Fehler noch nicht so richtig gefunden. Wollen wir mal hoffen, dass das nur so ein Einzelfall war. Ja, damit ist dieser Tag dann auch wieder vorbei. Fische sind fidel. Jo, denn erstmal Feierabend. Jetzt gibt es einen ganz besonderen Abschnitt bei Michas Teichanlage. Wie ihr eben sehen konntet, hat sich einer meiner Kois am Boden einmal geschuppert. Das machen fast alle Kois inzwischen. Und das bedeutet, sie haben Parasiten. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, sich einen Tierarzt zu holen, der einen Abstrich macht und feststellt, was für Parasiten die Fische überhaupt haben.
und ganz gezielt dann auf diese Parasiten einzuwirken mit Medizin. Aber bevor das gemacht wird, gibt es immer noch eine kleine, ich sag mal, Laienhilfsmöglichkeit. Und zwar das berühmte Salzbad. Die Erfahrung, die ich damit gemacht habe oder die, wo ich mein Wissen her habe, ist auch nur aus dem Internet. Da gibt es zahlreiche Videos von Koi-Doktoren oder auch von Teichbesitzern, die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Und das will ich jetzt einmal präsentieren. Das Allerwichtigste erstmal vorweg. Und zwar, was man dafür alles braucht. Also als erstes braucht man eine entsprechend große Wanne. Diese hier hat 90 Liter. Eine Abdeckung für die Wanne. Ich habe zwei alte Aquariumscheiben genommen. Man kann aber auch ein Netz nehmen, was gut gespannt ist, zum Schutz, damit die Kois dort nicht rausspringen. Ein Kescher, um die Kois aus dem Teich zu holen. Ausreichend Eimer, um den Wasserwechsel durchzuführen. Und natürlich das Salz. Ganz wichtig ist dabei, dass man ganz normales Haushaltssalz nimmt, ohne Jod, Fluorid oder was sonst alles so für die Menschen gut ist. Ganz normales Speisesalz. Man kann das jetzt hier, so wie ich, eben aus dem Discounter kaufen. Es gibt aber auch in zahlreichen Baumärkten Salz in größeren Mengen. Für das, was ich jetzt hier vorhab, langt das erstmal. Und schon habe ich natürlich etwas vergessen. Und zwar hier dieser Sprudelstein. Den braucht man auch ganz dringend, damit in der Wanne ausreichend Sauerstoff ist. Ich werde gleich aus dem Teich das Wasser rausnehmen und die Wanne damit befüllen. Dann kommt der Sprudelstein rein. Und anschließend werde ich mir meine Kois hier einfangen. Und ihn dann reinsetzen. Dann kommt ganz vorsichtig das Salz. Also ich habe hier ja 90 Liter Fassungsvermögen von der Wanne. Ich habe rausgekriegt, dass bei 100 Litern 1,5 Kilo Salz ausreichen. Jetzt ist die ganz geringfügig stärker, die Mischung. Und dann soll der Koi so 10 bis 20 Minuten in diesem Salzbad verbringen. Wichtig ist auch hierbei, ständig unter Beobachtung, also nicht einfach nur so in der Wanne lassen und irgendwas anderes machen, sondern ständig dabei sein. Und wenn der Koi irgendwelche Anzeichen zeigt, dass er anfängt auf die Seite zu kippen oder ähnliches, sofort wieder in den Teich zurück. Ja, also auf geht's. Ich habe das Becken nicht ganz voll gemacht. Am Rand sind jetzt erkennbar 70 Liter. Also 70 Liter sind jetzt drin. Und ich wäre aber trotzdem knapp, naja, so vielleicht 1,2 Kilo von dem Salz nehmen. Wichtig ist, erst das Tier rein und dann das Salz dazu. Zu einer guten Vorbereitung gehört natürlich, dass man das Salz auch schon mal vorher geöffnet hat, um die Zeit, die der Koi im Bad ist, so gering wie möglich zu halten. So, nun wollen wir uns mal einen aussuchen. Speziell habe ich mir noch keinen ausgesucht. Mal sehen, wer sich gut fangen lässt. Alles gut, mein Kind. Alles gut.
Ja, so ein Koi fangen ist natürlich nicht ganz so einfach. Und vor allem ist das mega Stress für alle Tiere. Für mich natürlich auch, aber da hilft ja nichts, da müssen wir ran. So, jetzt ist er da drin. Ist auch schön zu sehen. Durch die Glasscheibe. Sprudelstein läuft. Und jetzt werde ich das Salz reinkippen. Und danach wollen wir mal sehen, wie gut er sich denn macht. Da am besten alle Kois behandelt werden sollen, habe ich mir jetzt noch einen kleinen dazu geholt. Das hat in den Videos noch keiner gemacht. Vielleicht ist das auch gar nicht so gut. Aber ich werde ja jetzt mal mit der Therapie beginnen. Zeit ist auch eingestellt. Alles vorbereitet und dann wollen wir mal das Salz hier ein bisschen schön reinmachen. Wir haben gleich 10 Minuten rum. Der Koi ist schon etwas ruhiger geworden. Und jetzt nicht mehr ganz so viel rum. Atmung geht auch schon ein bisschen schwerer. Ich finde, er kippt auch schon leicht zur Seite. Weil das Salz hat sich natürlich noch nicht vollständig aufgelöst. Ein bisschen werde ich noch warten, aber bevor er mir komplett kippt, werde ich ihn natürlich gleich wieder zurücksetzen in den Teich. Aktuelle Zeit, gut. Knapp 17 Euro, 17 Minuten. Ich werde jetzt anfangen, das Wasser abzulassen und mit neuem Wasser zu befüllen. Und wenn ungefähr die Hälfte ausgetauscht ist, kommt der Fisch wieder in den Teich. Mal ein Blick im Teich. Unser erster Patient, ja, spiegelt mal wieder enorm, aber dem scheint das ganz gut zu gehen. Wie weit die Therapie angeschlagen hat, muss man nachher mal sehen. Haha, altbekanntes Bild. Es regnet mal wieder. Ach, schön ist das. Eigentlich wollte ich jetzt ja mal gucken, wie es meinen Patienten geht, aber naja, ihr seht selbst, da kommt richtig ein großer Schauer runter und da kann man nicht besonders viel erkennen, außer dass da so ein bisschen was rumschwimmt. So. Ja, der Regen hat ein bisschen nachgelassen. Jetzt kann auch mal man auch mal gucken, was denn meine Kleinen machen. Schon mal da, schon mal einer. Ah, sind gleich drei auf einmal. So. Aha, guck mal. Der hat noch keine Kur gekriegt. Ja, dann ist der wohl auch noch mal dran. Nun sind ein paar Stunden vergangen und im Teich ist wieder Ruhe eingekehrt. Ich glaube, die Jungs haben das ganz gut überstanden. Teich habe ich auch wieder ordentlich aufgefüllt. So, jetzt kommt wieder ein besonderer Abschnitt.
Ihr seht, ich habe mal keine Arbeitsklamotten an. Denn jetzt geht's los und es werden neue Fische gekauft. Ich muss da gar nicht weit für fahren. Das ist hier im Ort oder im Nachbarort. Und ich habe mir auch schon ein paar ausgesucht. Und die sollen jetzt abgeholt werden und kommen bei mir in den Teich. Da freue ich mich schon drauf. So, es ist soweit. Die Neuankömmlinge sind eingetroffen. Und dann wollen wir mal sie behutsam auspacken. Ja, da sind die Kleinen. Und jetzt wollen wir mal sie langsam in ihr neues Zuhause einsetzen. So, noch schön eingepackt. Und da geht's gleich hin. So wie immer gut vorbereitet. Also einmal die Wanne, ein Eimer, um immer wieder mal ein bisschen Teichwasser nachfüllen zu können. Und den Kescher, um die Fische nachher ohne Teichwasser oder Wasser aus der Wanne in den Teich umzusetzen. Ich habe sie jetzt eine Stunde drin gehabt. Immer mal wieder, wie gesagt, Wasser nachgefüllt. Soweit sind sie eigentlich ganz ruhig. Mit dem Shiutsuri habe ich einmal angefangen. Ich habe ihn jetzt hier einen erstmal den Kescher schön im Teich reingepackt. Kann er sich schon mal ein bisschen an das Wasser noch mal gewöhnen. Und dann kommt gleich der nächste. Der erste ist im Teich angekommen. Ah, durch die Wasserspiegelung ist immer schlecht zu sehen, aber ah, da ist er. Der nächste hat es geschafft, der Gomoro. Wirklich wunderschönes Tier. Schönes helles Weiß. Und die dunklen Abgrenzungen, ganz hervorragend. Und der letzte der schöne Ochiba. Nun sind alle drei drin. Die Bar muss irgendwo da hinten bei sein, bei der Gruppe. Ah, da. Da ist auch der Shiutsuri. Ein weiterer Tag am Teich, nachdem die Neuankömmlinge gut eingesetzt worden sind, wollen wir doch mal sehen, wie es denen heute geht. Es sind jetzt 2 Tage rum. Ich habe natürlich in den 2 Tagen nicht gefüttert. Auch einen Tag vorher habe ich das Füttern schon eingestellt. Und es hat mal wieder in der Nacht kräftig geregnet, aber dieses Mal hat die Elektroanlage gehalten. Also scheine ich den Fehler gefunden zu haben, was einen ja doch sehr beruhigt. Ja, soweit alle putzmunter. Wollen wir mal sehen, ob wir hier vielleicht irgendwo unsere neuen raussehen können. Da schon mal der Gomoro. Und daneben gleich der Shiutsuri. Und da hinten in der Ecke
Da kommt der Otchiba. Ja, sehr schön. Allerdings aus Erfahrung weiß ich ja, dass die ersten paar Tage noch gar nicht so viel aussagen, wie gut alles zusammenkommt, wird man erst in ein paar Wochen sehen. Hallo, weiter geht's bei Michas Teichanlage. Ja, jetzt sind schon 5 Tage vergangen, wo die neuen Fische in den Teich gekommen sind. Und ich glaube, es geht denen ganz prächtig. Ja, da ist schon einer von den dreien. Ja, so stelle ich mir das vor. Ganz gemütlich ziehen sie ihre Bahn. Auch das Wasser wunderschön klar. Und weiter geht's am Teich. Es ist kaum zu glauben, jetzt ist schon wieder eine Woche rum, seitdem ich die Fische neu bekommen habe. Und ich finde, sie haben sich so richtig schön gut eingelebt. Aber nach dieser Woche will ich langsam anfangen, die Fische zu füttern. Jo, alles schön ruhig im Teich. Dann kann ich mal ein ganz klein bisschen Futter reinschmeißen. So, ich habe ja hier meine kleine Futterstation, damit sich das Futter nicht überall verbreitet oder in den Skimmer läuft. Da hauen wir jetzt mal eine Hand voll rein. Und wollen mal gucken, ob es ankommt. Siehst du, geht doch. Einer muss mal anfangen. Und dann läuft das so langsam. Somithin verabschiede ich mich für dieses Video erstmal und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zusehen.